Salz, Kruzifix, Geisterwind, Lisa Sharecross. Ich tue, wo in dem Haus der Kaste ist. Was hab ich? Ob du weißt, wo in dem Haus der Kasten ist. Der müsste im Keller oder in der Garage sein? Im Keller. Auf der Karte ist er im Keller. Wir haben noch keinen Hexenzirkel im Keller. Alles klar. Oder Pentagramm oder wie auch immer. Ich glaube, da ist beides gültig. Ich weiß es nicht. Ich mach mal von dem Ding, das nicht im Keller ist, kein Bild. Okay, dann tu dies nicht. Die Kellertreppe hat 1 Grad. 1 Grad auf der Treppe. Ja, Matthias, wenn du die, weißt du, wie man dazu sagt, wenn die Treppe kalt ist? Was? Cooldown. Oh, Flo. Boah, ist der schlecht. Ich fand ihn geil. Paul wäre stolz auf mich. Ja, Matthias, wenn du die Kerzen anzündest, dann spawnt er da. Du hast ein paar Sekunden, da kannst du ein Bild von machen und da musst du schnell wie es geht wegrennen, weil er dann hyperaggressiv ist und dich sofort versucht umzulegen. Nee, ich weiß gerade ehrlich nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Einfach still sein und genießen. Igitt. Nicht, wenn du mir das sagst. Haben wir eben gemacht mit Thomas. Zum zweiten Mal. Ich habe Thomas schon 2 Mal geopfert. Nein, den Noctis kann ich nicht opfern. Aber auch nur, weil er den Großteil der Ausrüstung finanziert. So, wir warten mal kurz, bis die Temperatur ein bisschen im Haus gestiegen ist und dann gucken wir. Ganz ehrlich, ich finde, es fehlt so ein Laserpointer, wo du hier auf der Karte benutzen kannst. Boah, der wäre nicht verkehrt. Der könnte ja auch mal sagen, dass er wieder reingeht. Die Treppe hat 7 Grad. Okay. Also die Treppe in den Keller, meine ich. Dachte ich mir schon. Auf Sanity hat es nicht so viel Einfluss. So eine Fußmatte, wo einfach draufsteht, sterb.
Oben ist alles sauber. Bei mir sind gerade die Lichter angegangen hier. Und die Kellertreppe hat auch keine niedrige Temperatur mehr. Also entweder ist der Geist gewandert oder... Keller war er jetzt aber auch nicht, da ist auch keine Temperatur. Und die Kellertreppe, wie gesagt, ist. Keller. Wo bist denn? Ich hol grad ne Kamera. Ah, okay. Hier ist gerade was rumgeflogen. Minus! Ja, Minustemperatur. Direkt im Eingangsbereich. Ich guck jetzt mal nach. Ja, ich habe die Tür zugemacht. Ist dir mal aufgefallen, wir hatten immer mit der Kombination keinen Erfolg. Ja, irgendwie heute immer. Na, das Licht ist aus. Das Licht ist aus, der Geist kommt raus. Rabende, Rabande, Rabu. Anschluss. Minus, ja. Wird die Angst, dass die Tür hinter einem zugeht. Flaggert links. Das Licht ist aus, ich gehe nach Haus. Also Respekt, das Leid wie die Ghost Spectre das allein spielen. Ah, siehst du, das flackert.
Ich glaube, wir haben keinen Orb. Matthias, ich bin nicht im Haus. Das bringt nichts. Wir haben keinen Orb und wir haben keinen Dutz. Temperatur haben wir ja, da brauche ich nicht noch was. Ne, Buch ist nix. Bin ich wieder? Habe ich was verpasst? Nö, gar nichts. Beweissuche. Nichts verpasst, bin auf Beweissuche. Ja, schon. Ich war auf Beweissuche. Bis jetzt gar nichts. Ich habe mal zwei neue Kameras aufgestellt, dass wir links und rechts noch beobachten können, weil rechts, wenn du reinkommst, links im Esszimmer, da flackert das Licht die ganze Zeit. Da klingt interessant. Aber was für Dots oder ein Orb habe ich nirgends gesehen. Das war ja klar. Wäre zu einfach. Im Buch steht auch noch nichts drin, da habe ich gerade nachgeprüft. EMF wollte ich jetzt gucken, ob ich irgendwo einen finde zum Reinwerfen. Ah, da ist er ja. Also, ich untersuche mal das die Esszimmer-Ecke. Okay. Ach. Nicht das Buch drüber. Matthias, schreib mir mal, wenn ich mir die Nase kratze. Wenn du das siehst. Oh, das ist aber kein großer Delay. Der Geist ist da unten weg. Keine Reaktion, keine Temperaturen, keine Reaktion. Müssen wir nochmal rein und nochmal neu suchen gehen. Du weißt, was komisch ist? Ich habe da keine Minustemperatur und ich habe kein EMF, aber... Als ich raus bin, gerade wieder aus dem Haus, ist er vor mir quasi durch den Salz gelaufen. Das mit dem Salz haben wir nämlich jetzt abgehakt. Ja. Na, er hat. Achso. War das jetzt da wieder am Flackern? Nee, hab ich nichts gesehen. Hab ich nichts gesehen gerade. Aber doch nur Einbildung. Der macht es uns jetzt echt nicht einfach. Also ich habe keine Temperatur hier. EMF reagiert auch auf nichts.
Garage ist auch free. Hat ja Minustemperatur. Da kann man ihn gut aufspüren. Hey, Mitsubishi, hi. Gut, Keller ist er nicht da, sonst wären da Salzspuren. Hast du da Salz ausgelegt oder was? Er ist im Wohnzimmer. Genau auf die andere Seite gegangen. Ja, ich hatte das Salz ausgelegt. Und jetzt sind hier wieder 16 Grad. Das ist ein richtiger Wandergeist. Ein Arschlochgeist ist es vor allem. Aber sowas von. Können das ein Djinn sein? Weil der spielt doch sehr viel mit der Elektrizität. Ich guck mal kurz. Das könnte sein. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gesehen hast. Das sind die aktuellen Geister. Du siehst ja hier, das Buch hat sich schon mal einiges geändert. Das finde ich jetzt ganz geil hier mit den Beweisen, dass es ja ist, nein ist nicht oder ist noch unklar. Einzige, was fehlt, wenn du hier drauf drückst, dass ich dann sagen, dass ich mir dann Infos über die Geister holen kann. Sind ein paar neue Grafiken dazugekommen. Siehst ja hier, das ist alles sauberer, also es ist schon cool. Ich finde es geil, wie sich das Spiel gemacht hat. Und ich bin mal gespannt, was da noch dazu kommt. -9 Grad. Das Licht habe ich gerade ausgeschaltet. Okay, dann mache ich die Nachtsicht wieder an. Das sind Minustemperaturen, aber also er ist auf jeden Fall da drin. Gut zu wissen. Und Matthias, hast du Gladia mal angespielt? Das ist doch ein richtiges Trash-Game, oder? Nee, ich glaube, du bist nix. Ja, hör auf. Glaube ich auch. Das mit der Frau, ich habe mich da so weggekriegt. Das musste ich rausschneiden. Ich find's aber geil, kannst ja Nacktheit einstellen. Wenn du es ausschaltest, sind einfach so. Aber sonst haben wir echt nichts, außer die Temperaturen. Weiße Punkte vor Nippel und Genitalien. Aber so ein Abstand ungefähr zu den Modellen, du siehst trotzdem alles. Na, heute will Fasmo irgendwie gar nicht gönnen. Mein Virenprogramm macht da keine Probleme. Ich find's spaßig vom Trash-Faktor her. Bla 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 bla. Ich leg mal noch mal ein Buch rein. Okay. Buch, Buch, Buch. Das andere Buch hat er voll gekritzelt, die Sau. Immer nur am Rumkritzeln, ey.
Ja. Du, ganz ehrlich, für den Preis finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich habe es nochmal installiert gehabt und habe es dann ungefähr 10 Minuten gespielt, wo ich einfach nur Leute in der Mitte durchgehakt habe, dass die in alle Richtungen fliehen, wo ich gelacht habe. Also ich tendiere zum Shade, ehrlich gesagt. Was war denn das gerade? Das war der Geist. Wieso war da alles rot? Das frage ich mich auch Das gerade. habe ich ja noch nie gesehen. Ich auch nicht. Also nur im Pentagramm habe ich es gesehen. Aber das ist doch im Keller gewesen. Ja, aber das wird ungefähr von der Position her, wird das passe. Wenn du jetzt mal guckst, wo die Das Kellertreppe runter stimmt. geht, das Ja, passt. das stimmt. So ziemlich. Da war so ein rotes Leuchten durchs Fenster. Normalerweise, wenn das Pentagramm Erschrocken habe ich aktiviert mich trotzdem. wird, dann ist da so ein riesiges rotes Licht, aber das ging jetzt gerade irgendwie durch den Boden. Das war jetzt seltsam. Aber sowas von. Hast du aber gesehen, Matthias, oder? Also, das haben wir uns jetzt nicht eingebildet. Also, es kann nur noch Fingerabdrücke oder EMF sein. Ja. Die sind halt eingegrenzt auf Dämon, Revenant und Shade. Für einen Dämon ist er zu ruhig. Viel zu ruhig. Ich habe bei mir nur noch Dämon und Shade. Du hast doch gesagt, Orb und Dots kann weg. Box und Dots. Ah, aber der Orb. Wir Die hatten das. Box kann weg, nicht die Orbs. Ah, aber du, ja, die Box habe ich bei mir auch weg. Aber der Orb haben wir jetzt die ganze Zeit nicht mehr gesehen. Und ich meine, wir haben ja trotzdem den Raum von ihm im Blick gehabt. Nein, Matthias, nicht Frau. Wobei. Doch, Lisa. Du, also der Matthias hat zurückgespult. Er hat auch gesagt, da war so ein rotes Licht. Vielleicht gehen wir mal in den Keller. Einer mit IMF, der andere mit UV. Vielleicht sehen wir ja was. Also ich habe ja. Sag mir das, ich habe ja Dinge auf der Treppe. Salz, dann sehen wir ja, ob er runtergegangen ist. Da ist er gewesen, der ist nach unten gegangen. Brauchst nicht, Matthias. Lässt du normales Licht an oder ich? Ich hab's. Aber keine Spuren. Aber es hat sich halt urplötzlich das Notzrot verfärbt. Vielleicht können die irgendwas an dem Ding machen. Das könnte gut sein. Oh, da war schon aber wieder aggressiv. Ich google das mal schnell nach, ob das geht.
glaube nicht, dass das ein Bug war, Matthias. Ach, scheiße, wo ist denn dieses? Geister-Event. Ich werfe das jetzt einfach hin. Ich werde nur kurz drin, sofort wird er aggressiv. Scheiße, nicht Schiss. Ah. Also ich habe das Ganze jetzt mal nachgeguckt. Das wird wohl ein stinknormales Geister-Event gewesen sein. Alles klar, öffnen wir die Pforte zur Hölle. Geister-Event, yay. Na gut, das mit dem Geister-Event haben wir ja auch abgeschlossen. Ja, oder halt, wie es da stand, Geister-Manifest. Das heißt, der stand stationär einfach nur mitten im Zimmer und ich hätte mich rumdrehen und ihn sehen können. Vielleicht ist das ja bei Pentagramm so, dass die sich beim Pentagramm manifestieren. Möglich, aber nee, es kann gar nicht sein. Es passt zwar ungefähr von der Position, aber das Dots liegt viel weiter vorne. Genau sind die Positionen nämlich nicht übereinander. Ich geh nochmal mit EMF rein. Jo. Hallo? Achso, ich hab auch gerade was gelesen, deswegen. Achso. Gehen wir nochmal rein. Moment. Cool. Das ist cool. So, okay, ich habe jetzt auch nichts, was für uns in der Sache relevant wäre. Ich habe jetzt für uns auch nichts, was für die Sache relevant wäre. Naja. Gehen wir mal ins Wohnzimmer. Okay.
Boah. Oh Gott. Noctis, keine Ahnung, wo es dich erwischt hat. Scheiß Vieh. Noctis, ich gehe auf Dämon. Der ist zwar nicht so aggressiv, aber ich habe jetzt auch keinen Fingerabdruck irgendwie gefunden. Obwohl die Türe, als ich sie hinter mir geschlossen habe, jetzt wieder auf war. Du, hast du einen Beweis gefunden? Dann lass mal den, dann heb den Teller mal bitte nochmal auf und lass ihn fallen. Also du hast einen Beweis gefunden. Willst du, dass ich da den Teller folge für, dein, für deine Leiche? Nach links oder nach rechts? Hallo Noctis. Dämon, scheiße. Wäre ich mal Gefahr. Alter, ey, das kann's ja wohl nicht sein. Die lotst uns mit gefrierter Temperatur nach rechts ins Wohnzimmer. Und wo saß die, olle Sau? Links. Am Kühlschrank. Alter.